So, und da bin ich wieder mit Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Schwieriges Wort. So, wie ihr seht, ich habe mir das Hühnchen schon geholt. Mir war gerade langweilig, während mein PC den letzten Part gespeichert hat. So, wir fliegen dann jetzt also einfach mal von Haus zu Haus. So, und jetzt, hier muss ich jetzt auf die Statuen. Oh! Okay. Und deswegen habe ich das gerade auf den Zwischenspeicher gelegt. Ich habe keinen Bock, mir dieses Hühnchen jedes Mal wieder neu holen zu müssen. Und da jedes Mal wieder neu hochzurennen. Und wisst ihr auch, es wäre natürlich auch unglaublich toll, wenn ich nicht so dämlich wäre. Okay. Den Luxus hat man ja Gott sei Dank mit einem Emulator. Das ist auch einer der einzigen Vorteile eigentlich. Aber hey, man kann sie ja nutzen trotzdem, nicht wahr? Schön. Ich habe es auf jeden Fall schon mal geschafft, das Huhn aufs Dach zu setzen. Auch wenn ich es nicht schaffe, mich selbst drauf zu setzen, das Huhn schaffen wir schon mal. Komm her. Man muss da leider bei diesen Löwenstatuen sofort weiter. Habe ich da auch gerade gelesen, als ich nachgeguckt habe, wie ich da überhaupt hinkomme. Man springt auf die Statuen drauf und dann muss man sofort weiter, wenn man sonst runterrutscht. Logisch. Ich meine, auf so einem runden Kopf steht sich wahrscheinlich nicht so gut. Vor allen Dingen nicht, wenn man ein flatterndes Huhn in der Hand hat und wisst ihr auch. So. Du hast eine antike Goldmünze erhalten. What the heck? Schon durch bloßes Halten spürt man die vergangenen Zeiten. Sieh dir diesen Schatz in deiner Sammlung an. Alter, die muss doch jetzt aber voll viel wert sein, oder? Weil was da drin ist, wusste ich nicht. Boah, 500. So viel wie das Königsgeschirr. Und da, das ist hier, da sind die Tree Force drauf. Oder das Tree Force? Eher das Tree Force, ne? Ein Tree Force. Tree, ja, drei. Pff, hallo? Ich wollte gerade sagen, springst du da heute noch runter? Also, gut. Dann gehen wir jetzt zu diesem komischen Kommandanten, der uns ja mal einen Brief geschickt hatte, dass wir bei ihm jetzt im Grunde üben können. Ja. Upsala. Schlagen sollst du erst gleich, Link. Und ich schätze, ich muss das echt eine Weile trainieren. Ich komme ja immer so gut mit der Steuerung klar, wisst ihr ja alle. Ich weiß jetzt auch gerade leider nicht, welcher Raum das noch war. Ich bilde mir ein, dass er irgendwo auf der rechten Seite lag. Ah, ich bin richtig. Schick. Dann packen wir das jetzt mal auf den Zwischenspeicher. So, da bist du ja wieder, Rekrut. Hast du auch jeden Tag trainiert? Sicher. Fühlst du dich bereit für eine kleine Übung? Nee, aber doch, sicher, klar. Hohoho, du gefällst mir. Ja, du müsstest 20 Rubine zahlen. Die Unkosten... Ja, ja, halt die Klappe. Fangen wir an. Sicher. Jetzt muss ich im Grunde genug Treffer landen und immer die anderen im Auge behalten. Ah, er schlägt. Upsala. Ah, der andere auch. Wow! Nein, 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 nein. Du darfst mich nicht pieken. Piek mich nicht. Ha, schlag doch, Link! Oh Mann. Wenn die halt nicht zu dritt wären. Es ist halt voll das Cheating, was die hier betreiben. Schleichen sich halt immer so mies von hinten an und fangen dann an zu schlagen. Upsala. Und ich bin da natürlich auch noch ein bisschen unfähig, wie ihr das alle ja so kennt von mir. Und dann ist das alles noch ein bisschen schwieriger, wisst ihr? Oh Gott, wie viel habe ich? 25, oh je. Rekord 41, dass ich das mal geschafft habe. Alter! Gut, dass es hier kein Zeitlimit gibt, ey. Das wäre ja noch schöner. Okay. Halbzeit. Oh, ich bin zu doof. Ja, da piekt doch gleich wieder einer von euch, oder? Sag ich doch. Da ist der nächste. Ihr sollt mich nicht einkesseln. Das macht ihr doch immer wieder, ne? Auch wenn ich sage, ihr sollt das nicht. Ich schlag mich gar nicht so schlecht.
Okay, ich schlag mich auch nicht exakt gut, zumal ich halt einfach gewisse Probleme damit habe, zu treffen und Link zum Schlagen zu überreden, aber an sich geht das doch fast und ihr sollt mich nicht so mies einkesseln. Da kommt ihr schon wieder beide von der Seite. Ah. Wisst ihr, ich versuche dann immer zu schlagen, aber es klappt nie. Aua! Das ist mir auch noch nie passiert, dass den ich gerade schlagen will, mich anfängt zu schlagen. Link, das heißt doch, wenn man auf den Gegner drauf drückt, dann fängt er an zu schlagen, oder? Hieß es ursprünglich mal. Oh, kommt ehrlich, ich will jetzt nicht noch verlieren. Ich bin schon so gut dabei. Ich muss nur 60, ich brauche nur noch 12. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein, oder? Aber die werden immer aggressiver hier. Darf ich nicht unkonzentriert werden? Nein, nein, nein. Oh, fuck you! 59, leck mich am Arsch, ganz ehrlich. Okay. So. Das hat mich jetzt schon mal angepisst. Okay. So. Jetzt werde ich die Aufnahme im Grunde erstmal im Grunde so beenden. Beziehungsweise, ich werde es jetzt einfach so lange versuchen und weiter aufnehmen, bis es geklappt hat und euch dann den Erfolg zeigen. Weil sonst sitzen wir noch in ewig 3 und 3 Tagen. Gott, und ein Treffer, also ganz ehrlich. Mann! Also, ich hoffe, ich schaff's beim zweiten Versuch. Bis gleich!
So, und es hat tatsächlich nach dem zweiten Versuch geklappt. Sehr schön. Ja, guck mal, jetzt haben wir schon hier. Wie viele sind das eigentlich? 10. Das sind ganz schön viele. Und ich habe nämlich extra die zuerst gemacht, weil ich mir jetzt dachte, beim Kolosseum kann ich mit mehr Herzen durchaus was anfangen. Ja, beim Kolosseum dasselbe Spiel wie jetzt gerade auch. Ich nehme es einmal kommentiert auf. Wenn ich es dann schaffe, ist gut. Davon gehe ich aber wie immer nicht aus. Und dann versuche ich so oft, bis es klappt und zeigt euch den geglückten Versuch. Ja, ich weiß nicht, warum ich das immer wieder sage. Ich fühle mich irgendwie verpflichtet dazu. So, ich bilde mir ein, dass das dieses Gebäude hier war. Ja, das war dieses Gebäude hier. Safe State. Okay. Da bist du ja wieder. Lust auf einer gegen alle? Auf sie. Soll ich es noch einmal erklären? Bitte. Die Regeln sind einfach. Öffne diese Tür und betritt die Arena dahinter. In dieser Arena wimmelt es nur so von Monstern. Du musst alle Monster besiegen und ans Ende der Arena vordringen. Unterwegs wirst du keine Heilung finden. Je nach Arena stehlen dir sogar bestimmte Items nicht zur Verfügung. Außerdem solltest du dich beeilen, sonst ist der Spaß vorbei. Willst du jetzt immer noch spielen? Klar. Ein Versuch kostet nur 50 Rubine. Toll, oder? Ja, ganz toll. Na dann, geh durch die Tür ganz rechts. Willkommen in der Welt von einer gegen alle. Was ich auch noch mal gucken wollte. Es stehen einem, glaube ich, manchmal halt nur bestimmte Items zur Verfügung, ne? Okay, ich will mal gucken, was für ein Item mir gerade so zur Verfügung steht. Vielleicht kann ich das irgendwie so machen. Naja. Komm. Ich bin, wie ihr wisst, manchmal ein bisschen unfähig. Deswegen mag ich diese Arena-Spiele auch nicht. Aber wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen es, wir versuchen es, wir versuchen es. So, weiter geht's. Ich weiß auch leider nicht, wie viele Etagen da kommen. Also wie viele Räume und so. Ah, die schießen ja. Verdammt. Das stimmt auch. Scheiße. Und deswegen sollte ich so ein Spiel nur machen, wenn ich viele, viele Herzcontainer habe. Hallo, Link. Und ich finde vor allen Dingen keine Heilung. Wäh. Ich sollte häufiger Gebrauch von diesem Wirbelhieb machen. Okay. Und vor allen Dingen, ich soll mich ja auch noch beeilen, ne? Was kommt jetzt? Oh, na toll. War das nicht so, dass ich die irgendwie so auslöschen kann? Irgendjemand hatte mal mir einen Tipp gegeben, wie ich die auslöschen kann. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Oder war das doch mit dem Ding? Okay. Ich halt nicht so lahm wäre, wäre das alles so viel leichter. Ach ja, und ich bin auch ein Idiot. Ich könnte ja auch einfach den Shortcut nehmen, wie ich das bei dem schönen Spielchen gelernt habe, bei dem Peitschenspiel. Aber sowas fällt mir immer erst später ein. Ah, kommt schon. Ich keine Zeit. Scheiß auf die Rubine. Okay, weiter geht's. Bisher, von den Herzen her, stehe ich bisher recht gut da. Bilde ich mir ein. So. Wirbelhieb for the World. Muss ich mir dringend angewöhnen. Muss ich vor allen Dingen lernen, wie man benutzt. Mal schauen, wie viele Etagen es hier gibt. Ich weiß es echt nicht. No idea. Ach, ja, die explodieren dann ja so, ne? Okay. Okay, gut. Bisher sieht es noch ganz gut aus. Ich habe nur wieder ein bisschen Schiss wegen dem Zeitlimit.
Es ist wahrscheinlich gar nicht alles so schwer hier. Man muss sich halt nur ordentlich anstellen, ordentlich schlagen und so weiter und so fort. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da gleich irgendwas ganz Übles kommt, was mich total... Oh, wie ging die noch? Scheiße. Denkt ihr, ich glaub, glaubt ihr, ich weiß noch, wie die ging? Ah ja. Jetzt weiß ich es, glaube ich, wieder. Ich muss sie doch reflektieren, oder? Genau, das war auch mal. Da war mal was. Los, werft schon. Oh, na toll. Jetzt hat er mich so zurückgewirbelt. Oh, scheiße. Ich muss natürlich warten. Ich bin auch ein Trottel. Okay. Ich finde es ungerecht, dass ihr zu zweit sein dürft. Das ist im höchsten Maße ungerecht. Und man muss sie natürlich dann auch treffen. Los, werf schon. Dann du. Ist auch okay. Okay, dich habe ich. Mach schon. Keine Zeit, keine Zeit. Beeilung. Schneller, schneller, schneller. Braves Ding. Werf. Los. Schneller. Komm schon. Komm schon. Willst du mich verarschen? Er ja, geht doch. So. Stirb schneller. Schneller. Oh, roter Rubin. Faszinierend. Schneller. Damn it. Das war schlechtes Englisch. Ich weiß auch nicht, wie ich das gerade ausgesprochen habe. Was soll's? Treffen. Gut. Ich weiß auch leider nicht, in welcher Etage ich gerade bin. Ich habe vollkommen die Orientierung verloren. Ich laufe jetzt einfach immer stumpf weiter. So, immer ganz stumpf weiterrennen. Und immer wirbeln. Und stumpf weiterrennen. Und blocken, genau. Und nicht rollen und wirbeln. Und da hinten ist noch einer. So. Noch sehen die Herzen gut aus. Mal sehen, für wie lange. Gott, ist das schon wieder alles lang, ey. Ich glaube, die nächsten, oder eher die letzten paar Parts jetzt sind ziemlich lang. Okay. Boss? Oh nein. Oh nee. Oh, ganz ehrlich. Oh nee, ich will nicht gegen den kämpfen. Oh, erinnert ihr euch noch an den? Genau, ich glaube, der Anfang war noch recht leicht. Da musste man ihm einfach irgendwie... Ja, Riesenkäfer-Giga-cool ist. Ich wusste natürlich nicht, dass man gegen den jetzt auch noch kämpfen muss, zu allem Übel. Okay. Upsala. Habe ich gar nicht gesehen, dass er schon wieder auf Ember-Modus war. Oder eher in seinem komischen normalen Modus. Mit seinem komischen Rauchwölkchen hintern, ich weiß auch nicht. Okay. Darauf war ich ja jetzt überhaupt nicht vorbereitet, hey. Ich wollte gerade sagen, irgendwie. Ja, der hatte noch eine nervigere Phase, als der anfing zu fliegen. Die Phase ist echt nervig. Okay, wir laufen, 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 weiterlaufen. Immer schön im Kreis laufen, im Zweifelsfall. So. Schick. Los, Link. Geht doch. So, jetzt hebt er wahrscheinlich ab, so wie ich das sehe.
ist erstmal beleidigt und jetzt hebt er ab. Genau. Vielleicht spuckt er doch diese komischen Dinger aus, ne? Da muss ich ihm die gleich irgendwie entgegenpüsteln. Ach, wie schick. Oh Mann. Na komm. Komm jetzt her. Sausack, komm her. Komm runter. Dinger bleiben da ja leider nicht ewig. So, eins. Immer schön schlagen, genau. Sehr schick. Okay. So, dann warten wir mal wieder, bis er das nächste Mal wirft. Und wisst ihr was? Den erfolgreichen Versuch werde ich in einen einzelnen Part packen. Ich habe nämlich nicht damit gerechnet, dass das Kolosseum so endlang sein wird. Deshalb war ich natürlich jetzt auch nicht darauf vorbereitet, dass ich so viel Zeit brauche. Ich dachte, ich wäre gleich sofort im Grunde durch, wenn ich jetzt so ein paar Ebenen mache, und hatte jetzt nicht damit gerechnet, nochmal einen Boss nochmal machen zu müssen. Aber das kriegen wir alles hin. Wir haben ja einmal Zeit und keine Probleme und sowieso. So. Den haben wir. Geht's jetzt noch weiter? Ich hoffe ja nicht. Okay. Er bewegt sich auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Plopp. Ja, plopp. Sehr schön. Plopp ist immer schick. Gut. Den hätten wir also schon mal. Da ist mein Weg zurück. Dann scheine ich hier fertig zu sein. Sehr schön. Jetzt sag mir nicht, ich habe das beim ersten Versuch geschafft. Dann lache ich aber. Fantastisch, du hast es geschafft. Ich habe es geschafft. Deine Zeit war 7 Minuten 35 Sekunden. Du hast dir eine Belohnung verdient. Hier, nimm da dies. Yay. Noch ein. Jetzt haben wir 11. Yay, ich liebe die Zahl 11. Ich wurde am 11.11. geboren. Daher. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Du bekommst ein Herz dazu. Außerdem wird deine Energie aufgefüllt. Komm mal wieder vorbei, wenn du dich traust. Okay. Das zum Thema erfolgreicher Versuch. Mein erfolgreicher Versuch war kommentiert. Das hätte ich nicht erwartet. Zumal ich meine mir eingebildet zu haben, dass das eigentlich schwer sein sollte. Und das ging jetzt eigentlich, was daran liegen könnte, dass ich sehr viele Herzcontainer habe. Wie auch immer, ich würde sagen, damit ist der Part jetzt auch vorbei. Er ist lang genug. Er müsste um die 23 Minuten lang sein. Das ist viel zu lang. Insofern, adios!